Du bist an einem wunderschönen sonnigen Tag in der Innenstadt unterwegs, siehst eine heiße Frau, denkst dir, verdammt, die ist zwei Straßen weiter weg, eine Tram kommt dazwischen, soll ich die machen, lohnt sich das? Und in diesem Infi zeige ich dir, dass sich das auf jeden Fall lohnt und wie du als richtiger Mann diese Frau ansprechen kannst. Viel Spaß bei dem Video und herzlich willkommen bei den ultimativen Verführern. Wir sind ein Flirtkanal, in dem wir dir zeigen, wie du Frauen mit Leichtigkeit in jeglicher Alltagssituation ansprechen, daten und verführen kannst. Und Entschuldigung. Entschuldigung. In dieser Szene siehst du, ich habe vom Weiten schon gewunken, wo ich die Straße rüberwinke, laut geredet. Die Frau hat mich nicht gehört, weil sie einfach Kopfhörer anhatte. Und du siehst, die Gasse ist eng, ich bin hinter ihr. Ich versuche sie nicht von hinten aber zu stoppen, weil da wird sie sich zu 99% erschrecken. Ich warte ab, bis der Weg breiter wird und gehe an die Seite vorbei, tippe sie an der Schulter an und spreche sie dann freundlich an. Das kannst du machen, wenn du es nicht geschafft hast, die Frau rechtzeitig von vorne zu stoppen. Englisch? I'm not crazy, I just saw you. You look very attractive. I just wanted to say hello to you. Like you're very fast running like Usain Bolt. Thank you. Just one second, I don't want to say you something. Okay, but I don't have time. Just one minute, at the side. What's your name? Du siehst, die Frau spricht kein Deutsch, deswegen gehe ich auf gleich Englisch rüber und sie muss weiter, sie ist gerade nicht so interessiert. Kann sein, dass sie gerade was zu tun hat, die war auch sehr schnell unterwegs und ich sag trotzdem hartnäckig, eine Minute, just one minute flirting. Und das kannst du immer machen. Viele meiner Teilnehmer oder auch viele Männer, die ich draußen sehe, die sich auch trauen, mal Frauen anzusprechen, geben direkt auf, wenn die Frau weitergeht. Und ich sage dir, nein, wir bleiben hartnäckig. Du kannst es einmal noch versuchen, indem du die Zeit verknappst und sagst, just one minute, one minute. Nicht fünf Minuten, nicht zehn, one minute. Türkisch? Yeah. No. But do you think that I'm from... You must know the best. If the good looking woman are from Turkey, they're the good looking men. Sen biliyorsun. I'm also Turkish. What's your name again? Edis. Edis Lokmancan. Tuna, hoşlandın. Valla kötü niyetim yok. Ben şimdi arkadaşımla sonra buluşacağım. Seni gördüm. Güzel kadın. Delikanlı olmam lazım şansım değil. Yoksa böyle bir suratlı yürürüm. Benim Türkçem biraz bozuk. Ben burada doğdum. İngilizcem biraz daha sağlam. How long do you stay here in Oxford? Ben çalışıyorum. Okay. And you live here then? Yeah. Since when? 2 years? 2 years? Since. And Almanca konuşuyor musun? Biliyorum ama konuşmam. Dein Deutsch ist nicht so gut. Ja. Ja, genauso scheiße wie mein Türkisch. Du siehst auch hell aus. İzmir, oder? Ja, nein. Sehr gut gemacht. İzmir'den mi geliyorsun? O zaman yakınsın bana. Yakışıklı Türkler nereden geliyor hanımefendi? Sence? Akraba, Samsun. Ordu yakın değil mi? Yakın. Komşular, Karadeniz. Türkiye'de erkekler öyle delikanlı mı? Bilemiyorum, bayağı da böyle skeptik. Baktım böyle hemen kaçacak gibiyiz. Yok, acelem var dediğim gibi de o yüzden. Çalışıyor muyuz sen şimdi? Eve döneceğim, Kurumbahçe oturuyorum da ben oraya. Babam orada çalışıyor Kurumbahçe. Biliyor musun firmayı? Tamam. Ama oraya yakın. Yaşın kaç sayılırsın? 22'sin. O güzel, tamam. Sen de çalışıyorsun, okuyorsun üniversitede mi? Okula ara verdim. French Pan Institute'ye gidiyordum. Okay. Şimdi bu yıl belki kursu alacağım Almanca. Nasıl? Fransız? Your French teacher. Spanish. Hola, ¿qué tal? Me llamo Edis. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Me gustas tú? ¿Tú me gustas? Sence ben ne yapıyorum? What do you think what I'm doing except trying to flirt with your bitch? Jetzt fasse ich mal zusammen. Die Frau wollte einfach weitergehen. Ich habe aber herausgefunden, sie ist aus der Türkei. Und wenn du auch die Sprache kannst, ist eine Landsfrau von dir. Oder, dann verwende eben die Sprache. Dann habe ich gesagt, das musst du am besten wissen, wo die hübschen Männer herkommen. Ich bin auch Türke auf Türkisch. Und dann war die Frau schon in dem Gespräch. Und dann, wie du es bei mir gewohnt bist, bei den alten Infields. Ich frage zuerst, wo sie herkommt, was sie macht,
und was sie jetzt gerade macht. Und dasselbe lasse ich sie über mich fragen oder flirtest mit ihr. Wie es genau geht, wenn du willst, wie du richtig einen Flirt aufbaust und Frauen reihenweise verführen kannst, dann abonniere diesen Kanal und dann verpasst du auch keine weiteren Tipps und Tricks und weitere Infos, wo ich dir das alles Schritt für Schritt erkläre. Zudem, an dieser Stelle wichtig, dass du eben Zeit verkaufst. Die hat gesagt, die muss weiter, die hat's eilig, die hat gerade einen Termin, aber wie gesagt, nur eine Minute flirten. Und wie ich vorhin erwähnt habe, die Frau hat am Anfang es eilig gehabt. Du musst hartnäckig bleiben, du musst cool bleiben, du bist ein Mann, selbstbewusst, gerade stehen, Hand nicht irgendwo verschränken. Wichtig bei der Körperhaltung, Hand an die Hüfte, lächeln, gerade Körperhaltung, Brust raus, beidbeinig stehen. Das sind wirklich so Kleinigkeiten, die machen sehr, sehr viel aus. Du wirkst viel maskuliner, cooler und entspannter. Und das macht dich, auch wenn du nicht ihr Typ bist, wiederum attraktiv bei der Frau. What is the dream man doing? Give a try. I studied in Hochschule München. There's something technical. Which I was I mean? Boring Aaron's best of engineer. You think I should? Sence? What do you think? Ben yaş tahmin etmede kesilmiyorum. Sakal var. Biz genelde sakalla hep büyük oluyoruz. Ben sana kıvılcık saçımı göstereyim. Bak valla bebek gibiyim. Ama 19 değil mi? Don't say 18, please. Olgun olmak istiyorum. Yoksa annem de öyle bizi. Karadeniz. O kadar küçük görsen. Yok küçük. Senin o kadar da büyük değilim aslında. So, normal. 30 değilim. 48 Spaß. That's me with curly. Geçen sene. Ah, okay. Sence? Jetzt hast du gerade ein bisschen gehört, Türkisch, Englisch gemischt. Ich kann sehr gut Türkisch, sehr gut flüssig. Ich kann auch sehr gut Französisch, Englisch und Deutsch. Aber bei der Frau, da sie nicht so gut Deutsch kann, sie lernt zwar Deutsch, wollte es aber nicht sprechen und auch nicht viel auf Englisch, sondern sie redet Türkisch. Die kommt aus Izmir, ist seit erst ein paar Monaten in Deutschland, ich glaube zwei waren es. Und diese Frau will einfach Türkisch reden. Und ich habe natürlich, um euch das einfacher zu machen, mich zu verstehen, gesagt, mein Türkisch ist schlecht und versucht immer wieder Englisch zu reden. Aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, die Frau redet viel Türkisch, dann konnte ich einfach nicht anders, musste auch viel Türkisch reden. Deswegen muss ich jetzt noch kleine Sachen erwähnen. Wenn du jetzt an meiner Situation bist, ich schaue mir gerade das irgendwie selber noch direkt an, dann wichtig an für dich, wenn du merkst, das ist eine Landsfrau, du bist Beispiel Albaner, sie spricht Albanisch, bleib bei deiner Landessprache. Wechsel nicht auf Englisch und Deutsch. Das ist verwirrt. Das habe ich nur gemacht, weil ich gerade ein Impfield aufnehme, damit ihr was lernen könnt, weil ihr meine Zuhörer und wahrscheinlich potenzielle Teilnehmer seid. Dementsprechend für euch. Ansonsten bleibt du immer bei deiner Sprache, wirst es mit der Frau deutlich leichter haben, die wird sich mehr freuen, deutlich sicherer fühlen, weil es eine bekannte Nation ist. Weißt du, dieselbe Sprache, Kultur, das ist deutlich mehr vertrauenserweckend. Hast auf jeden Fall ein vertrautes Umfeld für die Frau geschaffen und wirkst dadurch viel sympathischer. Nutz diese Chance, wenn du das hast. Und das nächste ist wichtig, wirklich flirten. Ich habe zum Beispiel spielerisch, das weiß ich, ob man das versteht mit dem Alter, sie auf 20 geschätzt, sie war 20. Dann habe ich erzählt, dass ich gerade studiere, nachdem ich gefragt habe, dass sie auch studiert. Und dann habe ich gesagt, was denkst du, wie alt ich bin? Rate mal, wie alt ist dein Traummann, your dream man? Und dann hat sie gesagt, Alter, schwer. Da habe ich gesagt, ja schau mal, weißt du, bei uns Südländer mit Bart, ne, sehen wir mal ein bisschen älter aus. Ohne sich aus wie Milchbubi, hab dann so ein Bild von mir mit Locken gezeigt und hab sie dann raten lassen, habe ich gesagt, keine Angst, so viel älter als du bin ich nicht, also maximal über 30, bin 48, nein, 24. Und so kannst du ein bisschen spielerisch flirten, das ist wichtig. Und jetzt kommt im nächsten Schritt, wie ich jetzt auf die Nummer gehe, weil ich merke, die Frau hat es eilig und ich gemerkt habe, okay, es macht jetzt keinen Sinn, wir haben keine Zeit für ein spontanes Date. Die Frau ist noch nicht so 100% down. Da macht es keinen Sinn, das Gespräch in die Länge zu ziehen. Da spreche ich lieber gleich die nächste an. Bekarım. Yani daha 20'yim. Çıtırım, gencim. Nein, evlenmedim ama bir kere bir kahve içmemize bir şey sıkıntı olur mu? Sen için öyle bir şey düşünmüyorum. Ama sence ben yakışıklı mıyım senin için? Açık konuş. Böyle bir mesela ben numaramı veririm. Eğer yok ben burada eğer düşünürsem ben bekarım.
Yok ben dedim. Yok ben Instagram istedim. Yok ben kullanmıyorum. Okay. Ben numaramı sana veriyorum. Okay. Sen istersen bir çay içelim. Bir date gidelim, hemen evlenmesi gerekiyor. Tamam, öyle bir şey ya benim babaanneme sorsan hemen mecbur. 18 yaşına hemen bana kız vermeye çalışırlar Samsun'a. Ama sen bana yazarsın, o zaman bakarız. Ama Almanya nasıl? How is Germany? Better than Turkey or...? Güzel. Don't... boring? No good looking man like you. Ya hava daha iyi değil mi? Nasıl kaydedildi? Buraya mı basılıyor? Also, wie vorhin schon erwähnt, ich merke, die Frau hat es eilig. Die ist gerade noch nicht so down. Dann habe ich gesagt, komm, ich gebe ihr einfach meine Nummer. Und damit sie sich bei mir melden kann, wenn sie mehr Interesse hat. Weil es macht bei manchen Situationen einfach keinen Sinn, die Nummer zu nehmen, wenn du merkst, die Frau ist gerade da. Sie hat mir gesagt, die findet mich attraktiv. Die ist aber gerade, will erstmal ankommen, ist seit 2 Monaten da, muss sich erstmal hier einleben. Von dem her ganz entspannt. Gibst du deine Nummer weiter und lässt dich dann überraschen, was passiert. Und wenn du auch lernen möchtest, wie du auf schöne Frauen zugehen kannst, in jeglicher Alltagssituation, wann du weißt, wann du Nummern nimmst, wie du Frauen mit auf ein Date nimmst, wann du wirklich die Frau zu einer Beziehung bekommst oder einfach nur verführen kannst, wenn du dann mit den ganzen Themen noch Probleme hast oder große Ansprechängste hast, dann trau dich, unten in der Videobeschreibung ist unser Link zur Community. Da kannst du für wenig Geld im Monat sehr viel lernen, sehr viele Tipps von uns lernen. Da gehen wir die Themen Mindset, Fitness, Flirten, Ernährung und Dating durch. Auch Meditation, später auch Aufbau, investieren, gescheites Kapital schaffen. Mein selbstbewusster, maskuliner Mann muss eben finanziell auch frei sein, um seine Ziele zu verfolgen. Und wenn du dich mit dem Thema Flirten, Dating und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst und du sagst, geil, ich möchte das ganze Thema nicht alleine angehen, ich möchte lernen, Woche für Woche in jedem Call dabei sein, mich mit sehr vielen coolen Männern austauschen und auch Live-Events haben, Seminare haben und das nur für einen Preis von 39 € im Monat, was auch monatlich kündbar ist, wenn es dir gar nicht gefällt, dann freuen wir uns, dich als Bruder zu haben. Wir wachsen schon jede Woche, sind schon jetzt 24 Mann geworden, das nach knapp 4 Wochen und wir werden immer mehr und mehr und alle unsere Brüder haben Erfolg in den genannten Bereichen. Ah, böyle. Yeni... Ah, yeni... Valla Türkçe yazmam çok kötü, kusura bakma. Yediz benim... Osmanlı. Türkçe yaz, yanlış yazıyorum da ama gülürsün. Prensim. It is my Turkish prince. Valla yanlış yazdım galiba ama sen Türkçe'yi düzeltirsin. Çok memnun oldum. Memnun oldum. Ben de sana iyi günler diliyorum. İyi günler. Kendine iyi bak. Kolay gelsin. Ja, jetzt hast du gesehen, wie du eine hübsche Türkin ansprechen kannst. Und wenn du jetzt auch wissen möchtest, wie du mit hübschen Italienerinnen flirten kannst, dann schau dieses Video hier oben rechts an.